Hallo, liebe Deutschlernende! Heute möchte ich mit dir über ein sehr interessantes Thema sprechen. Ja, ich möchte mit dir über Glückspilze und Pechvögel sprechen. Ich möchte mit dir über eine Studie sprechen, deren Resultate mich selbst total überrascht haben und dich bestimmt auch sehr überraschen werden. Folgendes war die Studie. Also die Menschen, die Probanden, wie man sagt, ja, jemand, der eine Studie macht, ja, den nennt man einen Probanden. Ja. Und die Probanden sollten bestimmte Dinge zählen oder etwas überprüfen. Ja, was genau ist nicht wichtig. Ja. Der Punkt ist, sie sollten ihre Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes lenken, ja, und sie sollten über etwas nachdenken oder etwas zählen oder wie auch immer, ja, in einem Heft, ja, und sie haben das getan, ja, sie haben geschaut, ja, und das war aber nicht der Sinn der Studie, ja. Der Sinn der Studie war, ob sie einen Schriftzug sehen, der ganz groß darüber steht, ja. Der Sinn war, zu überprüfen, ob diese, wie aufmerksam diese Leute sind auf andere Dinge, ja, bezüglich anderen Dingen, ja, ob sie wirklich nur sich ganz doll konzentrieren auf die Aufgabe oder ob sie auch wahrnehmen, was eigentlich ganz groß in diesem Heft steht. Und in diesem Heft stand so etwas wie: Wenn du dies liest, dann melde dich und sag Bescheid, dass du dies gelesen hast und du bekommst $100. Denen wurden praktisch Geld versprochen, wenn sie den Schriftzug sehen, der eigentlich ganz groß dort stand, ja. Und manche Leute haben es gesehen und dachten sich, hey, cool, hey, ich bekomme $100. Und andere, die haben das komplett nicht gesehen. Okay, und was war nun das Resultat? Und das Resultat war folgendes, dass die Leute, die sich selber als Glückspilze sahen, eine viel höhere Chance hatten, diesen Text zu sehen. Ja, die Leute wurden vorher gefragt, ob sie sich als Glückspilze sehen, ja, ob sie der Meinung sind, dass wir oft Glück haben im Leben, ob sie der Meinung sind, dass ihnen gute Dinge passieren. Und diese Leute, die sich selber als Glückspilze sahen, die Leute haben den Text bemerkt, ja. Der Text war, also den Text zu lesen, war nicht Teil der Aufgabe, ja. Aber der Text stand ganz groß auch im Heft, ja. Und die Leute, die sich als Glückspilz sahen, haben diesen Text gelesen und haben gesagt, hey, ich habe gerade $100 gewonnen, ja. Sehr faszinierend, ja. Und eine mögliche Erklärung ist, dass wir das vielleicht im Unterbewussten alles wahrnehmen, ja, dass vielleicht alle Leute im Unterbewusstsein den Text gelesen haben und dass nur die Leute, die sich selbst als Glückspilze sahen, das auch ins Bewusstsein geholt haben. Ja. Sie haben den Text unterbewusst bemerkt und dann gab es einen Teil in ihrem Gehirn, der sagte, oh hey, ich bin ja ein Glückspilz. Ich kann das jetzt bewusst lesen sozusagen. Ja, das Unterbewusstsein hat sich gemeldet und hat gesagt, hey, hier ist ein Gewinn. Ja, ich bin doch ein Glückspilz. Mir passieren doch gute Dinge. Ja, das fand ich sehr faszinierend, das Resultat aus dieser Studie. Ja, ich bin gespannt, was du darüber denkst. Ja, bist du der Meinung, dass Glückspilze mehr Glück haben, einfach weil sie sich selber als Glückspilze sehen? Oder hast du vielleicht eine andere Erklärung für diese Studie? Ich bin gespannt, was du denkst, auch über das Thema Glück im Allgemeinen. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!